Liebe Wulpertinger, liebe Freunde des gepflegten 3D-Druck-Hobbys, heute gibt es ein weiteres Modell-Review, und zwar von einem anderen Kickstarter, nämlich von dem Leichheim-Kickstarter. Der ist auch irgendwann, ich glaube, Oktober, November 2020 abgeschlossen worden, auf Kickstarter wieder. Und also zwei Gebäude habe ich jetzt schon gedruckt. Das ist jetzt der Marktstand. Man merkt, das ist ein bisschen ein kleineres Gebäude. Es sind drei Ebenen aufgebaut. War sehr leicht zu bemalen. Also ihr seht, das sind de facto unten die Steine, oben das Holz und dann der Dachstuhl. Ja, wie gesagt, der Marktstand. Ihr seht hier zwei so Tücher, gefällt mir sehr gut. Und da werden wir noch irgendwelche, da auf diesem Regal, wenn man noch irgendwelche Krüge oder irgendwelche Fische oder irgendwelche Waren, wenn man da noch draufkleben. Drei Ebenen. Eins, zwei und drei. Unterste Ebene seht ihr das Erdgeschoss mit einer kleinen Stiege. Sehr leicht bemalt, trocken gebürstet, Pigmentpulver und das Holz auch mit einer billigen Farbe aus dem, ja, ich glaube, 1-Euro-Geschäft. Also, ja, einfach angemalt. Ja, nettes kleines Gebäude. Ihr seht hier auch, da sind zwei Zapfen. Die sind sehr angenehm, nämlich damit rastet der nächste Stock auch dann richtig ein. Und ihr seht das, hier ist der erste Stock oben. Ich glaube, gerade für Pathfinder-Runden oder für die eine oder andere Skirmisher-Partie wie Frostgrave ist das sehr nett, weil man sieht hier zum Beispiel auch durch diese Fenster durch. Und damit macht das Ganze auch, glaube ich, einen Spaß, wenn man da mit einem Modell an der Seite steht. Jetzt vielleicht ist der Zwerg jetzt nicht gerade der Beste, aber auch der Zwerg schafft es hier aus dem Fenster raus zu sehen. Ihr seht, der Innenraum, der ist auch gestaltet. Ja, wie bei den anderen Modellen empfehle ich euch so kleine Details, wie zum Beispiel diese Nägel ebenfalls zu bemalen. Das kommt dann immer ziemlich gut auf dem fertigen Modell. Und hier ist dann noch der dritte Teil von dem ganzen Modell. Hier ist der Unterschied, dass der Innenbereich jetzt nicht gestaltet ist. Ihr seht hier wieder die zwei Vertiefungen, wo das Ganze auch einrastet. Hier das Dach, da war das Bemalen dieser Nieten ein bisschen mehr Aufwand. Hier habe ich mit einer blauen, günstigen Farbe das ganze Grund bemalt und bin nachher mit einer blauen Ölfarbe drüber gegangen, habe das über Nacht trocknen lassen und dann bin ich noch mit einem hellen Blau noch einmal drüber gegangen, habe das Ganze trocken gebürstet. Ja, ihr seht hier ein paar der Dachschindeln fehlen auch schon, das heißt, dieser Marktstand hat auch schon mal bessere Tage erlebt. Da habe ich noch einen Pilz hier oben reingeklebt, da in die Seite hat sich ein Pilz angesammelt. So, und das Ganze, wenn man es richtig auch dreht. So, eins, zwei, drei, jetzt ist es eingerastet. Habt ihr auch diesen netten Bausatz. Das Ganze, die Druckzeit, glaube ich, war 1,5 Tage hier. Es wurde gedruckt mit 8% Infill von PLA. Und macht sich, glaube ich, auf so einer kleinen Stadtplatte sehr gut. Auch für die eine oder andere Rollenspielrunde kann man dieses voll bespielbare Modell empfehlen.